Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Mein Name ist Oliver Ereny und ich habe heute eine intensive Reinigung vorbereitet, wie du sie vielleicht so noch nie gemacht hast. Die Idee dieser reinigenden Meditation ist, dass du zuerst dich selber in Ausgleich bringst, dann deinen Wohnraum harmonisierst, dann den Ort, wo du wohnst, harmonisierst und letzten Endes auch noch was für die Erde tust. Wenn man das auf ein paar Ebenen einfach runterbricht, dann wirst du merken, dass das viel, viel stärker wirkt. Die Idee hinter der Meditation ist nämlich, wenn du was für andere machst, kommt dir das im Positiven zurück und dadurch verstärken wir eigentlich so diesen Effekt, diesen Reinigungseffekt, den wir heute mit dieser Meditation erzielen wollen. Außerdem ist es natürlich eine tolle Übung, das neue Jahr ist noch sehr jung, dass man noch einmal so einen Hausputz durchführt und sagt, okay, ich mache das jetzt auch im Energetischen. Gut, dann wollen wir gleich zur Sache kommen und mit dieser Reinigung beginnen. Du kannst dir, wenn du ein Hilfsmittel zu Hause hast, wie ein Reinigungsspray oder irgendein Öl, das du gerne verwendest, natürlich auch zur Einstimmung immer so Sprays oder Öle verwenden. Also wenn dir das jetzt so liegt und ist natürlich nicht notwendig, aber kann man verwenden. Und wenn du dann so deine Vorbereitungen abgeschlossen hast, dann setz dich mal oder leg dich mal einfach ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Dein Körper entspannt sich. Und der Stress des Alltags fällt von dir ab. Du beginnst jetzt mental mit einer Dusche. Stell dir einfach mal vor, als würdest du unter einer Dusche stehen und das Wasser fließt auf deinen Körper und es reinigt dich. Der Staub des Alltags wird abgewaschen und du fühlst, dass du freier und reiner wirst und klarer. Nach dieser ersten Reinigung im Äußeren beginnt nun eine innerliche Reinigung. Und das Ziel dieser Reinigung ist, den Staub des Alltags von dir abzulösen. Und dieser Staub ist eigentlich alles, was du nicht mehr benötigst. Es sind auch vergangene Erlebnisse, die vielleicht gespeichert sind in deinen Chakren. Und wir beginnen jetzt mit der inneren, mit dieser energetischen Reinigung. Und zuallererst reinigt sich jetzt mal der Staub deiner Gedanken. Alte Glaubensmuster, alte Verhaltensweisen, die du nicht mehr benötigst, die dich vielleicht nur einschränken, werden jetzt von dir abgereinigt und getrennt. Und du spürst, dass du gedanklich freier und offener wirst.
Diese innere Reinigung findet jetzt mit einem strahlenden weißen Licht statt. Und nachdem sich jetzt schon dein Geist gereinigt hat, fließt dieses Licht noch weiter und reinigt auch alles, was du trägst, alles, was du für andere trägst und alles, was du eigentlich nicht mehr tragen müsstest. Und so fließt dieses weiße Licht jetzt um deine Schultern herum. Und du spürst, wie deine Schultern gereinigt werden, wie alte Lasten von deinem Rücken abgetrennt werden. Und so wie diese Belastungen, dieser Staub abgetrennt ist, richtet sich dieses Licht jetzt deinem Herzen zu. Und auch dein Herz ist voller Staub, voller alter Gefühle, die du nicht mehr benötigst. Und genau dieser Staub wird jetzt von deinem Herzen gereinigt. Du kannst zwischendurch immer wieder tief ein- und ausatmen. Und du wirst spüren, dass sich dein Brustraum, dein Oberkörper einfach schon geöffnet hat, dass es klarer ist, dass es weiter ist, dass es schon entspannter ist. Von deinem Herzen abwärts reinigt sich jetzt auch dein Solarplexus, deine sozialen Verbindungen, alles, was du mit anderen Menschen hast, was dich mit ihnen verbindet und was du übernommen hast, was nicht zu dir gehört, wird nun gereinigt. Das heißt, alte soziale Bindungen, die du nicht mehr weitertragen brauchst, lösen sich jetzt. Alte gespeicherte Gefühle in Bezug auf andere, die lösen sich jetzt und reinigen sich jetzt. Und auch Missverständnisse, Verwicklungen, die dich einfach zurückhalten, die Kraft kosten, reinigen sich raus und lösen sich jetzt raus. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus und nochmals tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich dein Solarplexus immer mehr und mehr entspannt. Gerade diese sozialen Verwicklungen brauchen oft ein bisschen länger, um sich zu lösen. Und deshalb fließt jetzt auch noch Zeit und Raum in dich ein, damit sich alle sozialen Verbindungen und Verwicklungen, die dir nicht gut tun, jetzt lösen können. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre, wie dein Solarplexus freier und weicher wird. Auf der nächsten Stufe reinigen sich jetzt deine unerledigten Triebe, Instinkte, unterdrückte Gefühle, alles, was du mit dir herumträgst, was du eigentlich nicht mehr benötigst.
Und dieses weiße Licht ändert jetzt seine Frequenz in ein hell-orange strahlendes Licht. Und dieses Licht reinigt jetzt, also fließt in deinen Unterleib und reinigt auch dein Nabelchakra aus, sodass du dich entspannst und spürst, dass aus deinem Nabelchakra wieder viel mehr Freude, Leichtigkeit und Lebenslust zu fließen beginnt. Du spürst jetzt, dass sich dein Unterbewusstsein immer mehr und mehr weiter und weiter entspannt. Und letzten Endes fließt jetzt dieses reinigende Licht auch zu deinem Wurzelchakra und reinigt dein Wurzelchakra. Alles, was dort gespeichert ist, kostet dich Lebenskraft, kostet dich einfach Energie. Und das wird jetzt abgetrennt und gelöst. Und du spürst, dass du freier wirst und weicher wirst und dass du dich in deinem Körper und auch deinem Energiesystem wohlfühlst und gut geborgen fühlst, gut und sicher beheimatet fühlst. Du spürst jetzt, dass du ein strahlendes Licht bist im Zentrum von deiner Wohnung. Auch wenn du jetzt diese Meditation irgendwo machst, wo du vielleicht nicht zu Hause bist, so stell dir einfach vor, du bist jetzt im Zentrum deines Hauses oder deiner Wohnung. Und auch in deiner Wohnung sind Energien gespeichert, Restenergien gespeichert, die nicht mehr nötig sind. Das heißt, deine Wohnung, dein Haus dürfen sich jetzt als nächstes reinigen, sodass keine vorgefertigten alten Streitmuster mehr in deiner Wohnung, in deinem Haus liegen. So dass dieses Raum für Raum freier wird und gereinigt wird. Fast so, als würdest du einen Gesamtputz durchführen, inklusive Fenstern, dem ganzen Bad, allem, was dazugehört. So, als würdest du eine große Reinigung vornehmen, fließt jetzt auch diese heilende, reinigende Energie durch deine Wohnung oder dein Haus. Wenn du in einem Mehrparteienhaus wohnst, dann kannst du dieser reinigenden Energie gerne auch erlauben, dass es durch weitere Wohnungen in deinem Haus, wo du wohnst, durchfließt. Und du spürst jetzt, dass sich Wohnung für Wohnung immer mehr und mehr reinigt. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass dein Wohnraum freier wird, klarer wird, viel heller wird. Und du spürst, dass du ganz klar in deiner Mitte bist. Und du spürst aber auch, dass deine Wohnung oder dein Haus absolut in der Mitte ist. Vom Fundament bis zum Dach. Bedankst du dich jetzt, dass deine Wohnung und dein Haus so sicher im Schoße von Mutter Erde steht?
Sehr gut. Und du spürst jetzt eben, dass alles ganz harmonisch ist, ganz klar ist. Du bist das innere Licht, dein Wohnraum ist das äußere Licht und dieses Licht kann sich jetzt noch weiter ausbreiten. Und jetzt erlaubst du mal, dass sich dieses reinigende Licht auch in den Straßen deines Ortes ausbreitet, in den Wohnungen und Büros deiner Stadt. Und dieses Licht reinigt alles, was jetzt erlaubt ist, dass gereinigt wird. Dieses unendliche Licht strömt unendlich großartig und du spürst, dass sich rund um dich herum auch die Stimmung in deiner Stadt, in deinem Ort ändert. Stell dir mal vor, rundherum gibt es eine tiefe Reinigung, wie wenn so Straßenkehrmaschinen einfach mal durchputzen würden und die Fassaden alle gereinigt würden. Und du spürst jetzt, dass deine Stadt mehr und mehr gereinigt wird und dass sich dieses Licht weiter ausbreitet in die benachbarten Orte und Städte. Alles wird gereinigt bis hin zu den Landesgrenzen deines Landes, über die Grenzen deines Landes hinaus. Bis es sich immer weiter und weiter ausbreitet und du spürst, dass gerade weltweit ein Reinigungsprozess vonstatten geht. Und dieses unendliche Licht stabilisiert dich und dieses Licht lädt dich darüber hinaus ein, deinen Platz auf dieser Welt zu finden. Du spürst, dass rundherum Menschen ebenfalls gereinigt werden und loslassen. Und so entsteht eine immer größere Reinigungsenergie. Versuch noch etwas, diese Schwingung, diese Reinigungsschwingung zu halten. Sehr gut. Sehr gut. Diese Reinigung hat sich jetzt also ausgebreitet. Und du spürst, dass die ganze Erde in ein strahlend weißes Licht getaucht ist. Und dieses Licht ist gar nicht dem Licht der Sonne so unähnlich, also auch ein weiß strahlendes Licht. Und so verbinden sich diese Planeten jetzt. Also die Sonne verbindet sich, also in ihrer Ausstrahlung mit der Erde. Und du spürst jetzt, dass eine Klarheit, eine Präzision, eine Urenergie aus dem Licht der Sonne in das Licht der Erde und damit auch in dein Lebenslicht hineinfließt. Und du nimmst diese Energie auf, du speicherst diese Energie und du atmest tief ein und wieder aus.
Und es lösen sich jetzt nochmal alle Vorurteile, alle Zweifel, alle Bedenken, die du hattest. Und du spürst, dass du an einem wundervollen, harmonischen Ort bist. Und du spürst, dass der Kreislauf jetzt ein Kreislauf der Reinigung ist, ein Kreislauf der Erneuerung ist. Und in diesem Bewusstsein bedankst du dich jetzt erst einmal bei der Quelle dieses Lichts. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du ganz klar bist, ausgeglichen bist. Und dass du auch ganz viel Freiraum und Abstand geschaffen hast in deinem Umfeld, in deiner Wohnung, in deinem Energiesystem. Und du spürst, dass überall auf der Welt, auch wenn du nicht daran denkst, die Lichter der Transformation und der Reinigung hell und klar leuchten. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und bedankst dich nochmal bei diesem unendlichen Licht. Und du spürst, dass du ganz entspannt bist. Und erlaubst dir jetzt Schritt für Schritt immer weiter wieder ins Hier und Jetzt, in diesen Raum, in diese Zeit zurückzukehren. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich mal durch. Fühlst nochmal nach und spürst aber die Energie der Sonne, genauso wie diese tiefe Reinigung. Und du spürst, dass du alles Alte hinter dir gelassen hast. Und du kannst nun voller Kraft und Klarheit wieder weitergehen und in dieses neue Jahr kraftvoll durchstarten. Wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt zurück, streck dich nochmal durch und öffne deine Augen. Du wirst vielleicht auch in nächster Zeit noch merken, dass dir jemand aus dieser Meditation einfällt oder dass du ein Bild wiederholst aus dieser Meditation. Denn je mehr Reinigung man, wie gesagt, so aussendet, umso mehr kommt auch zurück. Und deshalb wirkt diese Meditation auch so intensiv oder vielleicht intensiver als andere Reinigungsmeditationen, die du kennst. Wenn du eine Reinigungsmeditation kennst oder gerne eine Meditation zu einem Thema hättest, dann schreib es mir einfach in die Kommentare und ich freue mich natürlich, wenn wir dein Video schaffen können. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich über dein Like. Abonniere bitte diesen Kanal, um mehr Videos wie dieses zu erhalten. Und wenn du jemanden weißt, der gerade mal wieder einen Durchputz benötigt, dann teile gerne das Video. Und ich werde auch noch in den Kommentaren so eine Reinigungsmeditation verlinken, ein bisschen eine kürzer und andere, dass du mal einen Vergleich hast. Alles Gute. Bis nächstes Mal, eine gute Zeit. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker, ist Energetik, die wirkt. Tschüss.